Ist mein Bart eigentlich sauber? Ich habe gerade Milchschaum getrunken. Du bist hier in der F85, einer der legendären WGs um den alten Friedhof rum. Und ich bin Stefan Kaufmann, studiere in einem höheren Semester Medieninformatik und wohne hier seit 3,5 Jahren. Der Inhalt ist auf Twitter oft weiter über den Tellerrand raus, über den eigenen Tellerrand als auf Facebook, weil auf Facebook ist der Tellerrand einfach vorgegeben dadurch, welche Leute man eigentlich kennt. Und bei Twitter wird's dann doch geht's häufig in ganz andere Richtung, die man vorher nie irgendwie auf dem Schirm gehabt hätte. Dann würden wir jede Menge Strom sparen. Im näheren Umfeld hätte ich das Problem, dass ich mit den ganzen Leuten, mit denen ich jetzt über Mailinglisten sonst irgendwie, oder ich kommuniziere hauptsächlich per E-Mail und WhatsApp, dass ich die nicht mehr erreichen könnte, was aber kein Problem ist, weil die hier um die Ecke rum wohnen. Was ich schlimmer fände, wäre, dass ich von fast allen meinen Nachrichtenquellen abgeschnitten wäre. Habe ich nicht. Ich habe eine ganz große Zahl an Blogs abonniert, im Google Reader, zum RSS-Abo. Ich folge, glaube ich, irgendwie 200 Leuten auf Twitter, so im Dreh rum. Wir haben uns schon immer abhängig gemacht. Wir sind abhängig vom elektrischen Strom, wir sind abhängig von Telefon, wir sind abhängig von Logistik für den Supermarkt. Wir sind generell, wir operieren mit sehr hoher Effizienz, mit einer sehr niedrigen Fehler, Error Margin. Also wenn mal ein großer Sturm kommt, dann ist eben Zapfenstreich. Ich glaube, wir unterschätzen es nicht grundsätzlich, aber ich glaube, wir verschätzen uns oft. Ich glaube, das größte Problem, würde ich sehen, wäre die Schaffung einer Zweiklassengesellschaft. Und zwar diejenigen, die Zugang haben zu Informationen und diejenigen, die keinen Zugang haben. Das ist eine Machtfrage an sich, weil jemand, der Wissen hat, der Informationen hat, hat Macht. Und wenn jemand dann keine Teilhabe an so einem System hat, dann hat der einen strukturellen Nachteil. Das ist wie der Hartz-IVler wegen mir, der sich kein Internet leisten kann und dem es dadurch noch deutlich erschwerter wird, einen Job zu finden. Also unbedingt kennen sollte man Christian Heller, alias Plomlompom, der jetzt gerade auch sein Buch über Post-Privacy rausgebracht hat, in dem er argumentiert, ist eigentlich gar nicht wichtig, was er argumentiert, also es geht um praktisch das Leben nach dem Datenschutz. Der zweite, den man kennen sollte, ist Lars Reinicke, weil der wirklich tolle Texte schreibt. Den dritten, den man kennen sollte, ist eigentlich dadurch mir wohl die schwersten, viel zu viele einfach so aufzulisten. Ich empfehle da einfach, mein Google Reader Share zu lesen und da landen meistens die tollsten Sachen drin. Bei mir auf dem Blog, am stefan.blogt, also blogt.es.